Hey, Dennis hier, herzlich willkommen zu Bitcoin Info Show 908 am 22. Juni. Wir sprechen über die Wirecard-Aktie, den Absturz, dann über DeFi und die Kombination mit Anonymität und dann über Jim Rogers, der sagt, Bitcoin fällt auf Null. Ja, wir gucken mal rüber, was hier los ist beim Preis. Wir stehen bei 9.000. 409. Ja, also wir waren gestern bei 9,2, jetzt geht es wieder ein bisschen hoch, aber wirklich über die 9,4 kommen wir noch nicht drüber. Vielleicht ändert sich das diese Woche. Müssen wir mal genau beobachten, was der Bitcoin jetzt macht hier in den letzten Tagen im Juni. Aber gucken wir erstmal rüber zu Wirecard. Das war ja das Thema der letzten Tage. Ja, die Aktie ist richtig heftig abgestürzt. Also übelst, übelst, übelst. Wenn wir hier mal auf den Chart gucken, sie war ja am Donnerstag noch bei über 100 Euro und jetzt nur noch bei 15,50 €. Also mein Beileid an alle Wirecard-Investoren. Übel, übel. Was ist da passiert? Ja, das gucken wir uns mal an. Letztendlich ist Wirecard ja auch für den Kryptobereich, ja, ich sag mal, ein bisschen wichtiger geworden für einige, da sie halt Herausgeber von Krypto-Debitkarten sind. Und die sind so, ja, ich glaube, das ist bei 10x, Crypto.com und vielleicht noch ein paar anderen, die kenne ich jetzt nicht. Aber die Wirtschaftsprüfer haben letztendlich ja, es nicht finden können, was hätte da sein sollen. Nämlich Barguthaben im Wert von 1,9 Milliarden Euro sind weg. Ja, sie können es nicht finden auf den Treuhandkonten und Wirecard sagt dazu, dass das falsche Guthaben möglicherweise von einem Dritten bereitgestellt wurde, um den Prüfer zu täuschen. Der Vorstand und Co., die arbeiten natürlich jetzt alle hier zusammen, um die Situation zu klären. Ich glaube, es gab auch schon Rücktritte seitens Wirecard und die haben letztendlich auf die Veröffentlichung eines Jahres- und Konzernabschlusses für 2019 zum dritten Mal hinausgeschoben und mit diesen News ging die Aktie in den Keller. Und ja, ich sag mal so knapp 2 Milliarden, das ist ja kein Pappenstiel, das ist schon eine ziemlich große Summe. Und das Vertrauen scheint erstmal verloren zu sein. Und ja, die Tochter von Wirecard namens Wirecard Card Solutions, die sind Herausgeber für Krypto Visa Debitkarten von Crypto.com und 10x. Und der CEO von Crypto.com, Chris Marszalek, der hat gesagt, dass das Ganze vorfinanziert wurde. Das heißt, die Fiat-Kundengelder, die sind von einem E-Geld-Institut in Aufbewahrung, das von der britischen Financial Conduct Authority in Großbritannien reguliert wird. Und ja, die Gelder liegen nicht bei Wirecard, sondern gemäß den Anforderungen bei einer anderen Bank. Ja, das heißt, rein theoretisch sind die Gelder sicher, aber man weiß ja nie, was da wirklich los ist. Generell, ich würde eh nie jetzt viel Geld auf irgendwelchen Krypto-Debitkarten halten. Ja, wenn man so eine Krypto-Debitkarte mal nutzt, einfach vorher Geld drauf überweisen für das, was man braucht und dann ausgeben. Also, das ist ja nicht wie mit Coins, wo du den privaten Schlüssel hast, wo das wirklich, wo du dir sicher sein kannst, dass das deine Coins sind. Ja, bei Banken, ja, da braucht man schon Vertrauen. Und wie man sieht, auch hier so ein Unternehmen wie Wirecard, ja, kann das Vertrauen mal eben verspielen, verlieren. Vielleicht durch Betrug wird sich herausstellen, was hier letztendlich los ist. Also ziemlich krasse Geschichte. Ja, dann gehen wir mal rüber zum Haven-Protokoll. Und ja, DeFi, das ist so das Zauberwort der letzter Zeit. Viele haben ja schon diesen Aufstieg von Decentralized Finance in 2019, Ende 2019 vorausgesagt, dass es ja in 2020 wirklich Fahrt aufnimmt. Und ja, anstatt auf Mining oder Trading zu setzen, sind jetzt viele Leute im DeFi-Bereich unterwegs. Auch zum Beispiel Compound. Ja, wenn wir uns mal den Kurs von Compound angucken, der ist jetzt brutal durch die Decke gegangen. Und ja, auch XHV, das Haven Protocol, hat sich gut entwickelt von 50 Cent auf über 1,40 Dollar. Mal gucken, wo Haven jetzt aktuell steht. Aktuell ist Haven bei ja, 1,02 $, ist wieder ein bisschen gefallen. Aber das sind alles Bereiche, die im Moment ja viel Aufmerksamkeit bekommen. Und die Nachricht, die Haven jetzt hier so interessant gemacht hat, ist, dass sie einen Stablecoin, den XUSD, in einem Monat am 20. Juli launchen wollen. Ein
vollständig dezentraler und anonymer Stablecoin, also eine Weltneuheit. Und das ist natürlich eine ziemlich interessante Geschichte. Die Idee ist simpel und gut, aber technisch jetzt nicht ganz so einfach umzusetzen. Dann, was passiert ist, Haven versetzt den Anwender ja in die Lage, XHV für anonyme Transaktionen zu nutzen, und gleichzeitig kann man durch einen Mint-Burn-Prozess den jeweiligen Gegenwert in US-Dollar sichern. Also möchte man 100 Dollar in dem XUSD halten, muss man den entsprechenden Gegenwert in XHV verbrennen, also einen Burn-Prozess durchführen. Ja, umgekehrt kann man natürlich XUSD auslösen, indem man sie verbrennt und den aktuellen Gegenwert in XHV zurückerhält. Und ja, das Ganze passiert in der eigenen Wallet, ja, und das soll zunächst dann in der Webversion unterstützt werden, im späteren Verlauf der Entwicklung eine Desktop-Version und eine Smartphone-Variante, also eine ziemlich spannende Geschichte. Ob sich dann der Wert von diesem Stablecoin natürlich halten kann und alles, das wird sich zeigen. Also wer braucht hier dann noch ein Offshore-Konto, ja, wenn er sein Geld dann in einem anonymen, dezentralen Stablecoin halten kann, ja, das ist echt eine ganz spannende Geschichte, die hier machen. Die planen dann auch noch Token für Bitcoin, Gold und Silber, ja, das halt den jeweiligen Wert dann repräsentiert. Und ja, im Endeffekt kannst du dein Vermögen in einer dezentralen Wallet anonym halten. Ziemlich krass, ja, in den verschiedenen möglichen Währungen oder auch Edelmetallen. Ich glaube, das ist ein ziemlich interessanter und krasser Use Case. Und ja, werden wir mal definitiv im Auge behalten. Und dieses ganze Thema mit XRV ist nicht immer ganz so einfach gewesen, denn die hatten schon teilweise mal ein Team, wo es ein paar Probleme, Unstimmigkeiten gab, und der Coin hat natürlich auch nur eine sehr geringe Liquidität aktuell. Ich glaube, es ist auf Bittrex weniger als 500.000 war es in den letzten 24 Stunden, ja, und ist auf keinen weiteren großen Börsen gelistet. Aber da müssen wir einfach mal gucken, wie es sich entwickelt. Also große Chance ist gleichzeitig natürlich auch ein großes Risiko. Das Risiko, was wir von Kryptowährungen kennen, ist groß, und dann hier nochmal so ein Token zum Beispiel mit XRV, ja, das erhöht das Risiko natürlich, aber unter Umständen auch die Chance. Auf jeden Fall sollte man das mal meiner Meinung nach im Auge behalten. Ja, dann kommen wir rüber zum letzten Thema: Bitcoin. Der Investment-Guru Jim Rogers hat gesagt, Bitcoin und Kryptos sind immer noch in einer Blase, und Bitcoin und Kryptos werden letztendlich auf Null zurückkehren. Ich glaube, er meint Fiat-Währungen, denn das ist der eigentlich der Wert von Fiat-Währungen, Null. Wir sehen hier ein cooles Bild, ja, aus This is Sparta, ja, 300, der Film, wie er den Bitcoin da runterkickt. Ja, nicht schlecht, cooles Bild von Cointelegraph, die machen immer coole Bilder hier. Aber letztendlich hat er hier, Jim Rogers, gesagt, dass das Ganze schon seit 2017 in einer Blase ist. Also er hat seine Meinung da nicht geändert. Das Interview hat jetzt vor 3 Tagen stattgefunden, am 19. Juni mit der Asahi Publication, wo er es nochmal gesagt hat, dass es hier wirklich früher oder später auf Null gehen wird. Und er sagt dazu auch, die Kryptos nutzen, glauben, sie sind klüger als ihre Regierungen. Wir wissen ja, was unsere Regierungen immer so verzapfen, erzählen und tun. Also wirklich schlau kann man das nicht beschreiben. Also ich würde schon behaupten, dass viele schlauer sind als das, was die Regierungen machen. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Also er sagt, du bist nicht schlauer als eine Regierung, wenn du Kryptos nutzt. Denn eine Sache ist ganz klar, denn die Regierungen haben etwas, was die Leute nicht haben. Okay, für Europa gilt das, für die USA nicht, nämlich Waffen. Ja, und er sagt, der Grund, warum ich glaube, dass Kryptos früher oder später auf Null gehen, ist, dass sie Waffen haben und dadurch ihre Power letztendlich durchsetzen können, ihre Macht. Und ob das wirklich stimmt, ja, das wird sich dann letztendlich zeigen. Auf jeden Fall müssen wir das einfach mal im Auge behalten, also dass Bitcoin und Krypto auf Null gehen, weil die Regierung das durchsetzen will mit Gewalt. Ist natürlich denkbar, gar keine Frage. Ja, also gar keine Frage, denkbar ist alles, ja. Für realistisch halte ich es aber nicht.
Denn Bitcoin ist ja gerade dafür oder Krypto dafür geboren worden, um halt sich dieser Kontrolle von Regierung auch oft einfach zu entziehen. Und sie können es nicht stoppen. Ja, ich sag mal, eine Kryptowährung zu stoppen, du musst wirklich das Internet stoppen. Ja, aber wenn wir kein Internet mehr haben, liebe Leute, oder kein Strom, ja, dann haben wir andere Probleme. Würden Staaten so weit gehen, das zu tun, das Internet abzustellen, vielleicht auch den Strom abzustellen, um ihre Interessen durchzusetzen? Keine Ahnung, ja. Was glaubst du? Ist das denkbar? Ja oder nein? Schreib mal in die Kommentare. Und er sagt letztendlich, ja, Bitcoin wird auf Null gehen. Es ist nichts weiter als Gambling, also Glücksspiel. Es hat nichts mit Investment zu tun. Und da, ja, ist er letztendlich der gleichen Meinung wie viele anderen Leute aus der großen Investment-Szene, wie zum Beispiel Warren Buffett. Und der auch sagt, natürlich, Kryptos hat keinen Wert. Es ist Rattengift im Quadrat. Und naja, lassen wir es einfach mal so stehen. Und mal gucken, die Zukunft wird es zeigen. Zum Schluss gucken wir nochmal Marktschema: 267 Milliarden Marktkapitalisierung in den Top 10. Ja, eigentlich alles grün, bis auf Tether leicht im Minus. Tether steht nur bei 99 Cent, aber siehst es ja, der Bitcoin leuchtet grün und die anderen Währungen sind auch leicht im Plus mit knapp 1% im Schnitt. Und Top-Gewinner zu gestern, das ist Swissborg, ja, die haben ja sowieso schon ganz gut zugelegt, 15% Kurs plus. Top-Verlierer hingegen, das ist Golem mit über 8% Minus. Also eigentlich ein ganz guter Start in den Tag, würde ich mal sagen, in die neue Woche. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Start, eine gute Woche, natürlich eine erfolgreiche Woche. Und du weißt, was zu tun ist, oder? Lass mir ein Like da, gib mir einen Thumbs up, teile dieses Video auch mal mit Leuten, die sich auch vielleicht für das Thema Krypto-News interessieren oder interessieren sollen. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Also Leute, malet gut, schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam. Give us a Bitcoin to save.